Leider kein Level Up, aber wenigstens ein paar Erfahrungspunkte. Und wir haben zwei Hauptmänner getötet. Die Bilder sind auch super geworden. Der Rauch schaut fast aus wie fotografiert. Das ist echt schön gezeichnet, wenn es gezeichnet ist. Von Elftool. Eschkeller Flüsterer. Was? Ist ja gleich da aufs Eck. Ah, Karagor ist so viel schneller. Ja, es hört sich nicht. Das war schon wieder. Ausprobiert? Ja, hallo? Ja, endlich. Wer bist denn du? Alles nur Distanzkämpfer. Warnschlags vor Schleichangriffen, Bestienfutter, Flucht vor Feuer. Bleibschaden durch Schleichangriffe, ja. Okay. So geht das Kampf oft sehr. Okay. Du hast wirklich alle meine Geheimnisse entdeckt. Und jetzt nimmst du sie mit ins Grab. Ach so, das warst du. Kurz orientieren. Du
Gnome. Okay, ich muss den Abdruck mal aussuchen. Wo ist er? Da hinten. Hab mich leicht verirrt. Elf, true. Ja, gerne nochmal. Geile Idee. So geht rutschen, okay. Witzig. Ich will sehen, was passiert, wenn er trifft. Finde ich witzig. Passt. Der Flüsterer. Was ist mit dir so? Tödlichen Flamper. Gut. Passt. Wollen wir nicht mehr wissen. Das wird schnell gehen. Außer das Heraufbeschwören von den Typen. Also das Herauslocken dauert länger. Und der Lord, der Bildschirm ist so lang. Aber ich will den nicht rausschneiden. Deswegen rede ich einfach Blödsinn weiter. Ich könnte theoretisch was trinken gehen dabei. Ich schaue kurz so in die treffbare Umgebung, hab mich da. Ich werde dir zeigen, was das Wort Wild bedeutet. Okay, töten sie will. Passt. Da leckt es leider immer ein bisschen. Bis man synchronisiert ist, das Ganze. Gibt's da irgendwo Pfeile? Das wäre vielleicht gut zu wissen. Hallo, ich dich töten. Energie holen. Ich weiß nicht, ob ich ständig Energie verliere. Was ich echt nicht. Leise. Okay, der Flüsterer war geil, wenn er ins Ohr schlägt wird. Schon, Alter, komm. Mal kurz weg. Passt, wieder voll Energie.
Ach, nur mal kurz ein bisschen Abstand kriegen. Da wirst du mal geradeaus weiterlaufen und auf einmal läuft er, wo er springt drüber. Für mein Ziel, aber ich möchte es gerne mitnehmen. Oh, du bist also ein Schildhändi. Er ist nicht immun gegen Fluch, also immun gegen Feuer. Stimmt doch gar nicht. Schluss mit diesem Gehüpfe! In Mordor gibt's ein Sprichwort. Die Spinne ist erst verstümmelt, wenn man 8 Beine in der Hand hält. Ich bin die Spinne! Okay. Das ist eine Lebenseinstellung, gell? Okay, das wollte ich zwar nicht, aber passt an. Ich brauche die Energie. Okay, er ist halt einfach so Sturm. Vorne oder was? Da unten ist er. Ah, er ist tödlich entflammbar. Tödlich entflammbar. Da vorne. Ist gerade da oben, natürlich. Gerade da oben. Da liegen Minen. Der läuft unterirdisch herum. Yeah.
Getroffen. Hab was. Ist weg. Ja, funktioniert doch. Funktioniert doch. Schaut, dass es so stark leckt am Anfang. Und da so zwischendrin ein besser Online-Blutrachen. Oder wenn echt viel unterwegs ist. Naja. Sag mir aber bitte Bescheid, wenn du es anschaust, wie du die Audioqualität so findest. Videoqualität finde ich ist schon besser geworden. Audioqualität bin ich mir nicht sicher. Aber wie gesagt, ich versuche mich stetig zu verbessern. Sollten wir jetzt echt an Leibwächter einstellen, gell? Fähigkeiten ist mir egal. Was ist da unten? Okay, das passt weit, das ist so bei uns was. Ja, für das Forstlager von Krügler. Was bist du da oben? Locke einen Kommandanten des Außenpostens hervor, indem du die Olochs tötest. 4000 Erfahrungspunkte. Wie viel kriege ich da? 2000. Ach, das ist unterirdisch. Das ist natürlich die Frage, wie komme ich da rein? Ich probiere es mal. Das heißt, ich wüsste. Ja. Ich hoffe, dass wir relativ schnell eine finden. Okay, da geht's unter Erde. Ja, hupf um! Das war's natürlich nicht. Also bei sowas war da ein Routenplan richtig gut. Jetzt an. Daneben. Warum leckt das jetzt wieder so? Was ist denn da los? Extrem leckig da herum. Aber natürlich ein gutes Detail. Muss man wirklich so sagen.
Weil ich hänge auf Fesener Alpha One. Oh, okay. Den Außenposten deaktiviert Alarm. Okay. Ulox sind die Stützpfeiler der Truppen des Häuptlings. Wirf sie um.